ihr da draußen? Heute gibt es eine neue Rezi. Und zwar habe ich ein E-Book gelesen. Hohoho. Ich auf meinem Laptop mehr oder weniger. Und zwar ist das von Michaela Seul. Viel Wind um Fritz. Das ist im Dotbooks Verlag erschienen als E-Book für 5,99 €. Was halt auch schon ein bisschen viel ist. Und hat circa 208 Seiten und fällt in die Kategorie Chicklit. So, warum geht es in dem Buch? In dem Buch geht es um Sina. Sie erzählt aus der Ich-Perspektive über ihren Sommer. In München spielt das Ganze. Und zwar hat sie sich gerade von ihrem, oder vor ein paar Wochen davor, von ihrem Freund getrennt, von dem sie mit von Fritz, mit dem sie immer mal wieder zusammen ist, aber halt dann, ja, doch nicht und dann wieder zusammen ist. Und ja, sie weiß nicht so recht, ob sie jetzt da wieder immer noch Gefühle für ihn hat oder nicht. Und aber eigentlich liegt das Hauptaugenmerk auf ihre Arbeit, denn eigentlich wollte sie in Urlaub fahren, aber sie ist Ghostwriterin und muss nun doch, hat doch noch einen Auftrag angenommen und muss jetzt für eine ominöse Schauspielerin eine Biografie schreiben. Und diese Schauspielerin lebt in einer Villa, etwas außerhalb von München, und da besucht sie die immer und ja, und erfährt dann so die Sachen, die sie halt aufschreiben soll. Und ja, und diese Schauspielerin, diese Clarissa hieß sie, ja, die ist doch ein bisschen mysteriös und man weiß nicht so recht, was man von ihr halten soll. Und eigentlich geht es mehr um dieses Thema als um die Liebesgeschichte mit Fritz, weil Fritz verliebt sich ja dann doch noch in anderweitig. Und da ist natürlich dann das Drama vorprogrammiert. Sie weiß nicht wohin und ist aber ziemlich beschäftigt mit der Story und ob sie nun wieder zusammenkommt mit Fritz oder nicht und wie das nun mit dem Buch über die Biografie von Clarissa, der Schauspielerin, abläuft, das müsst ihr dann schon selber lesen. Fazit. Ich habe schon gesagt, es ist Chicklit vom Feinsten. Also nicht vom Feinsten, aber Chicklit. Mehr. Wenn man das vorher weiß, kann man auch nicht viel erwarten von dem Buch. Und ja, Sina ist ziemlich Mischmasch, sie kann sich nicht so entscheiden und stolpert so durch die ganze Geschichte hindurch. Und man hat als Leser das Gefühl, dass, ja, man hat halt wirklich das Gefühl, dass immer irgendetwas fehlt und es ist ein großes Kauderwelsch und man weiß nicht, wohin das Ganze verlaufen wird und worauf dieses Buch überhaupt hinaus will. Ob das jetzt mehr um diese Liebesgeschichte geht oder doch eher über diese Biografie von dieser Clarissa, der Schauspielerin, geht. Und Sina weiß das nicht und als Leser weiß man das dann erst recht nicht. Und das ist ein bisschen blöd, weil so man sich auch nicht wirklich in die Charaktere hineinversetzen kann. Und Sina wurde mir am Ende hin doch noch sympathisch, aber das hat halt lange gedauert. Und die anderen Figuren waren immer nur so blass. Und das ist dann halt ein bisschen schade. Und ja, das Ende ist dann doch wieder positiv. Mit dem hätte man jetzt wahrscheinlich nicht so vermutet, geahnt vielleicht, dass es in diese Richtung gehen könnte, aber wie es dann ausgeht, war dann doch wieder etwas anders. Das macht es natürlich dann wieder ein bisschen wett, aber im Endeffekt konnte mich die Story nicht wirklich so berühren, wie ich es wollte. Und
Ja. Da kann man jetzt auch nicht mehr schönreden. Ich habe 3 Sterne dafür vergeben, weil es das Buch in Ordnung war, aber durch die ganze Geschichte, diese Verwirrtheit und das mal hin und her und her und hin, war dann doch ein bisschen zu viel. Auch die Schauspielerin war dann doch sehr einseitig gezeichnet. Ja, es ist ein gutes Buch für den Sommer, mal für einen heißen Tag, wenn man nicht viel denken möchte, dann kann man sich das schnell mal durchlesen, weil so lang ist das Buch nicht. Und ja, das war's dann eigentlich schon, mehr kann man dazu nicht sagen. Lest es, wenn ihr jetzt ein schönes Sommerbuch braucht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!